Ja, stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr sitzt in der Schule oder auf der Arbeit und euch sitzt jemand gegenüber, schwarzes T-Shirt. Ja, und ihr seht darauf eindeutig einen Schrifttyp, den ihr als Frakturschrift kennt. Also diese alte Schrift, die man irgendwie auch irgendwie mit den Nationalsozialisten verbindet. Muss ja irgendwie besonders was mit Nationalsozialismus zu tun haben, weil ihr kennt das alle, dass zum Beispiel jetzt irgendwelche Rechten teilweise T-Shirts mit Frakturschrift tragen. Ihr kennt das aus Computerspielen, dass zum Beispiel, ja, wenn sie im Zweiten Weltkrieg spielen, deutsche Plakate teilweise in Frakturschrift abgedruckt sind. Irgendwie ist dieser Schrifttyp verdächtig. Man weiß nicht genau warum, aber man verbindet ihn eben mit der Zeit des Nationalsozialismus und damit muss es ja auch irgendwie eine typisch nationalsozialistische Schrift sein und das wird ja auch gute Gründe haben, warum die Frakturschrift heute nicht mehr benutzt wird. Oder? Ja, da waren jetzt ganz viele Halbwahrheiten oder sogar ja, offensichtliche Falschaussagen drin. Und warum die Frakturschrift weder eine typisch nationalsozialistische Schrift ist, noch die heutigen Verwender von Frakturschrift automatisch irgendwas mit konservativ rechts oder sogar Rechtsextremismus zu tun haben, erkläre ich euch in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Schauen wir uns doch einfach mal ein paar Zeitungen aus der Zeit des Nationalsozialismus vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg an. Also dann natürlich nicht mehr aus der Zeit des Nationalsozialismus, sondern aus der Nachkriegszeit. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal an, wie Frakturschrift hier verwendet wird. Gut, das erste, was ihr seht, ist das Hamburger Tageblatt von 1937, General Ludendorff gestorben. Und wenn man jetzt hier mal ein bisschen reinzoomt, dann werdet ihr feststellen, ja, hier ist eigentlich alles in Frakturschrift verfasst. Das heißt also, sowohl die Headlines als auch der Rest des Textes ist komplett in Frakturschrift gehalten. Okay, soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns mal eine weitere Zeitung an. So, hier haben wir die Hamburger Illustrierte Zeitung, die Mittagsausgabe zwischen Front und Heimat. Und wenn man jetzt mal schaut, diese Ausgabe ist datiert auf den 25. August 1944. Alle Theater schließen, allgemeine Urlaubssperre. Und da fällt es dann vielleicht schon bei dem Titel der Zeitung auf, dass hier Frakturschrift weitestgehend verschwunden ist. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen reinzoomen auf die eigentlichen Artikel, ich versuche das mal. So, hier geht es um den Frontverlauf. Dann wird man feststellen, hier ist überhaupt keine Frakturschrift mehr vorhanden. Das heißt also, auch die Artikel sind nicht mehr in Frakturschrift geschrieben. Die taucht quasi überhaupt nicht mehr auf. So, wie schaut es denn dann in der Nachkriegszeit aus? Wir gucken uns mal die Hamburger Freie Presse aus dem Jahr 1951 an. Und dafür schwenke ich hier nochmal rüber. So, und dann schauen wir mal. So, hier seht ihr, haben wir wieder Frakturschrift im Titel. Ich stelle nochmal ein bisschen nach. Könnt ihr das besser sehen? Hier Frakturschrift im Titel. So, oder beziehungsweise im Titel der Zeitung. Die Headline ist dann wieder nicht in Frakturschrift. Und wenn man jetzt mal ein bisschen reinzoomt, dann werdet ihr auch hier wieder sehen, dass auch hier keine Frakturschrift verwendet wird. Aber im Titel der Zeitung finden wir sie wieder. So, eigentlich in der Nachkriegszeit müsste man ja davon ausgehen, dass man mit etwas, was mit den Nazis irgendwie assoziiert ist, nichts mehr zu tun haben möchte, richtig? Trotzdem habt ihr eben hier wieder diese Frakturschrift. So, und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen was anderes schauen, ich lege euch noch mal ein paar andere Zeitungen hin, dass ihr das mal sehen könnt.
Ich lege die einfach hier mal drüber. Ihr seht das gleich. So, hier haben wir Hamburger Zeitung. Kurz vor Kriegsende. Keine Frakturschrift mehr. Dann lege ich euch noch mal zwei andere Sachen hin. Hier haben wir eine Ausgabe der Frankfurter Zeitung vom 25. April 1937. Hier sieht man eindeutig wieder, ja, es ist alles in Frakturschrift gehalten. Und zu guter Letzt noch eine Ausgabe des Lübecker Volksboten. Und ihr seht, auch hier haben wir überwiegend Frakturschrift. So, und da fällt das jetzt ja schon so ein bisschen auf, dass irgendwas in der Zeit zwischen den 30ern, Zeitung aus den 30ern und in den 40er Jahren passiert sein muss. Denn hier sieht man, hier haben wir eben ja überhaupt keine Frakturschrift mehr. Die ganze Zeitung ist in, ja, nicht in Frakturschrift gehalten. Das Einzige, was noch so ein bisschen an Frakturschrift erinnert, ist eben die große Headline. Aber der Rest ist im Grunde genommen komplett in Nicht-Frakturschrift, in anderen Schriftarten gehalten. Gut, und ja, jetzt sprechen wir mal darüber, warum das so ist. Wenn man heute der Frakturschrift begegnet, dann begegnet man ihr in öffentlichen, in hoher Stückzahl publizierten Printmedien eigentlich eher selten. Zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung benutzt die Frakturschrift noch, die Berliner Zeitung benutzt die Frakturschrift, aber nur für die Titelzeile, also nicht für die Titelzeile eines Artikels, sondern für die Titelzeile, wo der Name der Zeitung drin steht. Und ansonsten sehen wir Frakturschrift eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Das ist inzwischen so weit gegangen, dass es zum Beispiel vielen, vielen Oberstufenschülern ja schwerfällt oder fast unmöglich ist, Frakturschrift zu lesen. Dabei ist das eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt nur wenige Buchstaben, die man miteinander verwechselt, zum Beispiel das F und das S. Gut, wenn man jetzt ein bisschen bei Wikipedia reinschaut, dann wird man feststellen, dass die Frakturschrift natürlich, wie so vieles, was die Nationalsozialisten benutzt haben, keine Erfindung der Nationalsozialisten war, sondern, ich zitiere jetzt mal aus dem Wikipedia-Artikel, ist eigentlich seit Mitte des 15. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum bekannt und war von Mitte des 16. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts eben ja die meistbenutzte Druckschrift im deutschsprachigen Raum. Das heißt also erstmal, weder haben die Nationalsozialisten diese Druckschrift erfunden, noch haben sie die als einzige massenhaft eingesetzt, sondern im Grunde genommen fast alles, was vor 1941 gedruckt wurde im deutschsprachigen Raum, war eben in Frakturschrift gedruckt oder gesetzt. So viel dazu erstmal. Das heißt also, die Frakturschrift ist jetzt nichts spezifisch nationalsozialistisches, ganz im Gegenteil. Ich denke, das leuchtet jedem ein, dass im 15. oder 16. Jahrhundert man noch überhaupt nicht über Nationalsozialismus gesprochen hat. Weder gab es dafür die theoretischen Grundlagen, noch waren die Deutschen, die damaligen Deutschen, die ja in einzelnen Staaten ja lebten, überhaupt in der Lage, über sowas wie Begriffe wie Volk und Gemeinschaft nachzudenken, die ja Kernbestandteile des Nationalsozialismus sind. Und man war ja noch Jahrhunderte davon entfernt, quasi überhaupt einen gemeinsamen Nationalstaat zu besitzen. Und ich behaupte auch einfach mal, dass im 15. und 16. Jahrhundert die Frage, ob die Deutschen jetzt einen Nationalstaat haben und eine Volksgemeinschaft haben sollen, für die meisten oder für fast alle Menschen überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht von Relevanz war in ihrem Alltag. Und wie gesagt, dafür gab es wahrscheinlich auch die ideologischen oder philosophischen Grundlagen auch überhaupt nicht. Gut, also wie gesagt, wir haben hier eine jahrhundertelange Verwendung in fast allen Schrifterzeugnissen. Und ja, wie kommt es dann dazu,
dass die Nazis die Schrift verwenden. Naja, erstmal, die Nazis verwenden eben diese Schrift, weil es die Schrift ist, die ja einfach am meisten benutzt wird. Das heißt also, wenn ihr euch andere Medien dieser Zeit anschaut, dann werdet ihr auch feststellen, dass andere Zeitungen, die eben jetzt nicht dem politisch rechten Spektrum zuzuordnen sind, oder zum Beispiel ganz triviale Sachen wie Romane und Bücher, ja, einfach auch in Frakturschrift gedruckt sind, einfach weil es die Standardschriftart war, auch Schulbücher und so weiter. Man hat es eben alles in Frakturschrift gedruckt. Ja, wenn man sich jetzt mal ganz normale Druckzeugnisse aus dem 19. Jahrhundert anschaut, ich zeige euch mal was. Das sind zwei Bücher aus meiner Bibliothek. Und zwar einmal ist das hier E.T.A. Hoffmann, die Elixiere des Teufels, da seht ihr auch schon Frakturschrift. Und wenn man ins Buch reinschaut, dann wird man feststellen, ja, ist alles in Frakturschrift gedruckt. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Buch, was eben ja nicht im Nationalsozialismus gedruckt wurde, sondern wenn man hier mal reinschaut, dann sehen wir hier 1908 gedruckt. Also das hat mit der Zeit des Nationalsozialismus gar nichts zu tun. Und auch hier der Band, das ist Grillparzer, deutscher Dichter. Und hier sieht man auch ebenfalls, hier ist alles in Frakturschrift gedruckt. Das heißt also, hier seht ihr einfach mal ganz normale Unterhaltungsliteratur und damals eben auch einfach ja in Frakturschrift gedruckt, weil es eben damals die gängige Schriftart war. So, und jetzt hatte ich euch gerade schon eingeblendet, dass es da irgendwann einen Bruch gegeben haben muss. Denn man sieht ja, ich hatte euch ein paar Zeitungen gezeigt aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass es in den 30er Jahren noch völlig normal war, bei nationalsozialistischen Druckerzeugnissen eben auch die Frakturschrift sehen zu können, und zwar fast ausschließlich. So, und da scheint es irgendwann mal was gegeben zu haben, weil in den 40er Jahren oder in den späteren 40er Jahren, in den letzten Kriegsjahren auf einmal gar nichts mehr mit Frakturschrift gedruckt wird. Was war passiert? Am 3. Januar 1941 erhalten die Behörden und Verlage ein Rundschreiben der Reichskanzlei, Zitat, im Auftrag des Führers, Zitat Ende vom 3. Januar 1941. Und darin wird die Nutzung der Frakturschrift im Deutschen Reich verboten. Es sollte eine andere Schrift verwendet werden, die Antiquaschrift, und die sollte hier gemäß des Erlasses, Zitat, künftig als Normalschrift bezeichnet werden. Und ja, warum? Die Nazis sind da einer Legende aufgesessen. Sie haben die Frakturschrift als sogenannte Schwabacher Judenlettern bezeichnet. Und diese Legende besagt eben, dass ja die Frakturschrift, die Herkunft der gotischen Schrift, also der Fraktur, auf eine sogenannte Schwabacher Judenletterschrift zurückgeführt wurde. Das war aber falsch. Also die Nazis sind da quasi einer schlechten Recherche, einer schlechten Forschung aufgesessen. Und ja, haben sich deshalb eben aus ja historisch gar nicht belegbaren Gründen entschieden, eben die Frakturschrift abzuschaffen. Es mag sein, dass die Nazis am Anfang, also in den 20er und 30er Jahren, die Frakturschrift bewusst dafür eingesetzt haben, weil sie es für etwas besonders Deutsches hielten. Es ist aber so typisch wieder für die Nationalsozialisten, genauso wie sie sich in ihrer Ideologie so viele Symbole und ja, Teilbestände der Ideologie zusammengeklaut und zusammengeklaubt haben, dass sie eben auch hier im Grunde genommen ja historisch nicht richtig recherchieren, also aus der Sicht des Historikers halt schlechte Arbeit geleistet haben und dann eben ja witzigerweise eben einer Legende aufsitzen, die ihnen quasi ja ihre doch bis dahin oft verwendete und wahrscheinlich für sehr deutsch gehaltene Schrift ja verbietet. Und ihr habt es in den Zeitungen gesehen, das hat dann dazu geführt, dass die Nazis ganz schnell von der Frakturschrift losgekommen sind und einen anderen Schrifttyp verwendet haben. Und ja, nach dem Kriegsende ist es dann eben so,
Ich weiß nicht, ob man dann schon verstanden hat, dass eben die Nazis da aufgrund einer vollkommen ahistorischen Legende sich für die Nutzung einer anderen Schriftart entschieden haben, aber die Frakturschrift kehrt eben in Maßen zurück. Es gibt noch einen weiteren Grund, der in den einschlägigen Artikeln genannt wird, warum die Nazis die Frakturschrift verboten hatten. Als 1941 dieser Erlass erging, da sah es ja fürs Deutsche Reich, für die Nationalsozialisten hinsichtlich des Kriegsgeschehens ziemlich gut aus. Und ja, die Nationalsozialisten konnten davon ausgehen, dass sie in absehbarer Zeit größere Teile Europas, wenn nicht auch größere Teile der Welt kontrollieren würden. Und da hatten sie einfach auch ein pragmatisches Problem. Denn die Frakturschrift war, wie gesagt, traditionell nur im deutschsprachigen Raum verbreitet. Und ja, das war einfach eine Frage der Lesbarkeit. Genauso wie meine Schüler heute Schwierigkeiten damit haben, die Frakturschrift zu lesen, so wird es der Bevölkerung zum Beispiel in Frankreich, in den skandinavischen Ländern oder auch eben in den osteuropäischen Ländern schwer gefallen sein, diese Frakturschrift zu lesen. Und ja, es ist eben auch zu vermuten, dass man sich dann für einen anderen Schrifttyp entschieden hat, weil man sich eben bewusst war, okay, wir werden jetzt hier in den besetzten Ländern natürlich auch viel Presse machen müssen, viele Erlasse rausgeben müssen und das muss für die Menschen dort eben auch lesbar sein. Es waren also vielmehr vielleicht nicht nur ideologische Gründe, die zurückführend auf das Glauben einer Legende dazu führten, dass die Frakturschrift im nationalsozialistischen Deutschland und im gesamten Herrschaftsraum damals abgeschafft wurde, sondern es waren vermutlich auch ganz pragmatische Aspekte, die eben dafür sprachen, eine Schrift, einen Schriftfonds zu benutzen, der eben von allen Menschen, auch in den besetzten Ländern, gelesen werden konnte. Wenn ich ein Land besetze und ich muss es verwalten und regieren, dann muss ich mich eben auch verständlich äußern können. Und wenn die Bevölkerung nicht in der Lage ist, Frakturschrift zu lesen oder es der Bevölkerung sehr schwer fällt, das zu tun, dann muss ich eben auf andere Schrifttypen ausweichen. Ja, was heißt denn das für uns heute? Also, was bedeutet das für uns? Dürfen wir heute Frakturschrift benutzen oder nicht? Ich denke, ich habe mit diesem Video jetzt aufgezeigt, dass die Frakturschrift schon jahrhundertelang in Benutzung war und eigentlich ja zwar eine typische Schrift aus dem deutschsprachigen Raum ist, also eine typisch deutsche Schrift. Von einer typisch deutschen Schrift könnte man ja dann sprechen, wenn sie zum Beispiel nach 1871 entwickelt worden wäre im ersten deutschen Nationalstaat. Ansonsten ist es eben die Schrift, die sich damals im deutschsprachigen Raum, in den vielen kleinen Staaten, Herzogtümern, Königreichen und so weiter, Grafschaften, eben durchgesetzt hat. Und das ganz sicherlich ohne jetzt spezifische politische Bedeutung, sondern man hat diese Schrift eben entwickelt, sie wurde akzeptiert, man hat sie angenommen und die meisten, die dann eben gedruckt haben, haben eben auf diesen Schrifttyp zurückgegriffen. Ich bin jetzt auch kein Experte für Schriftforschung, da gibt es sicherlich andere Leute, die das besser erklären können, aber mir ging es vor allen Dingen darum, eben nochmal ja auch klarzustellen, weder haben die Nazis die Frakturschrift erfunden, noch haben sie sie ausschließlich genutzt. Die Frakturschrift war bis in die 40er Jahre einfach ein ganz normaler Schriftfonds, der in fast allen deutschen Druckzeugnissen eben auch verwendet wurde. Und das ist erst weggebrochen, nachdem, wie gesagt, ironischerweise die Nazis in einem Erlass vom Januar 1941 die Verwendung dieses Schrifttyps verboten haben. Davon erholt sich der Schrifttyp auch nicht. Also, wie gesagt, wir sehen ja Frakturschrift, zum Beispiel in Tageszeitungen oder zum Beispiel auch auf Webseiten, wird die ja kaum verwendet. Und wenn sie verwendet wird, dann eigentlich nicht als normale Schriftart. Ja, was bedeutet das jetzt? Ist jetzt jemand, der Frakturschrift benutzt, rechts? Also ihr seht ja allein schon an der Geschichte dieses Schriftfonds, dass es ja eigentlich, dass es da keinen Automatismus geben kann, weil ja auch Generationen von deutschsprachigen Druckern, Lesenden und Schreibenden eben diesen Schriftfonds benutzt haben, ohne irgendeine Assoziation zum Nationalsozialismus zu haben. Das heißt also, achtet mal genau drauf, was überhaupt der Inhalt des Textes ist. Zum Beispiel haben wir ja auch etliche Metal-Bands oder auch Bands aus der Hardcore- und Punk-Szene, die sich der Frakturschrift bedienen. Das ist dann oft so ein stilistisches Element einfach. Und ja, man kann einen Text
in Frakturschrift setzen, einen antifaschistischen Text, der zum Kampf gegen Faschismus aufruft. Und dadurch wird der Text ja nicht rechts, indem ich Frakturschrift benutze. Gegenbeispiel, ich kann natürlich auch einen Text, der nationalsozialistisches Gedankengut oder faschistische Ideen enthält, mit einem Schriftfonds abdrucken, der überhaupt nicht mit Deutschen oder mit Deutschland oder mit den Nationalsozialisten assoziiert wird. Zum Beispiel mit Comic Sans oder Arial oder Verdana. So, ändert das was an dem Inhalt des Textes? Ändert das was daran, dass mir hier gerade faschistische Ideen präsentiert wurden? Nein. Das heißt also, Leute, hängt euch doch nicht an so Sachen wie Schrifttyp auf, sondern prüft den Inhalt der Texte. Denn der Inhalt, ja, der vermittelt ja die Botschaft. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, hier, ich bin jetzt rechts und jetzt verwende ich Frakturschrift, weil das ist typisch deutsch. Also wer wirklich überzeugter Neonationalsozialist ist und ja, weiterhin Frakturschrift für seine T-Shirts, für seine Merchandise-Erzeugnisse, für seine Pamphlete, für seine Hetzschriften benutzt, der hat dann einfach im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst oder der kennt die Geschichte der seiner eigenen Partei nicht, der NSDAP, denn da war es ganz klar, ab Januar 1941 war die Verwendung von Frakturschrift nicht mehr erwünscht, sie war sogar verboten, und weist ihn doch mal darauf hin, dass das doch sehr, sehr undeutsch sei, wenn er als überzeugter deutscher Patriot oder Nationalsozialist ein T-Shirt mit den sogenannten Schwalbacher Judenlettern trägt. Ja, so eine absurde Anekdote der Geschichte, ne, wenn heute eben noch T-Shirts mit Frakturschrift gedruckt werden, die eben einen rechten Inhalt, eine rechte Botschaft haben und gleichzeitig die Nationalsozialisten das bereits 1941 eben ja, verboten haben und diese Schrift nicht mehr benutzen wollten. Gut. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären. Und wie gesagt, wenn ihr jemanden mit einem T-Shirt mit Frakturschrift seht, dann nicht gleich denken, das ist automatisch rechts. Ihr müsst einfach eben schauen, welche Inhalte werden da transportiert, welche Botschaften stehen auf dem T-Shirt oder stehen in dem Druckerzeugnis. Und um das nochmal zusammenzufassen, nein, allein die Frakturschrift macht nicht ein Medium, ein T-Shirt oder ein Menschen, der eben zum Beispiel Merchandise mit der Frakturschrift trägt, automatisch zu einem Rechten, ganz im Gegenteil. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen aufklären. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen oder Hinweise habt, wenn ihr mal wollt, dass ich andere historische Themen bespreche, die für euch vielleicht interessant sind, dann haut einfach raus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, und ich empfehle euch jetzt nochmal ein paar andere Videos hier im Abspann, die ihr euch vielleicht auch anschauen könntet, wenn ihr an historischen Sachverhalten und meiner Einordnung als Geschichtslehrer interessiert seid. Ich danke euch fürs Zuschauen und sag mal bis bald. Tschüss zusammen.